Alessia Sonderegger, Braunfig-Königin. Herzliche Gratulation, wie fühlt sich das an? Es ist ein unglaublicher Moment, dass ich heute jetzt hier stehe und ich es geschafft habe. Ich habe sehr viele Schauen besuchen im Herbst. Es war eine unglaubliche Zeit, aber ich habe nicht gedacht, dass der Moment jetzt so schnell kommt. Und jetzt ist der Tag gekommen. Und ich bin überglücklich, dass ich es geschafft habe und bin sehr dankbar. Jetzt wartet ja viel Arbeit auf dich. Du bist in Ausbildung zur tiermedizinischen Praxisassistentin. Wie geht das nebeneinander durch? Ja, ich habe sicher einen kollanten Chef, ein gutes Geschäft, das mich unterstützt. Das hat es auch bis jetzt gemacht, während der Zeit, in der ich als Kandidatin unterwegs war. Sie haben mir immer den Rücken freigehalten und das ist sehr viel wert. Und das würde es auch in Zukunft machen, dass ich da gut kann als Berufskönigin unterwegs sein kann. Du hast ja zuerst Landwirtin gelernt. Kannst du sagen, warum? Ja, ich bin seit klein auf mit dem Beruf aufgewachsen, auf einem Betrieb. Ich hatte immer zu tun mit der Landwirtschaft. Darum habe ich mich dann auch dazu entschieden, dass ich meine Leidenschaft und mein Hobby zum Beruf machen will. Und habe dann mit der Ausbildung zur Landwirtin angefangen. Bei wem hast du die Lehrjahr gemacht? Mein erster Lehrer habe ich zu Bänken bei der Familie Kratz gemacht. Milchwirtschaftsbetrieb mit Braunswiss. Den zweiten Lehrjahr habe ich in Flums gemacht, beim Reto Tanner hat auch Braunswiss 50%. Und das dritte Halbjahr war ich dann wieder zu Bänken gsi bei der Familie Kratz. Und an welcher Schule warst du? Alle drei Jahre war ich im Rheinhof Salitz. Schön. Du bist ja selber aus Flums. Genau. Liegt euer Betrieb mehr im Tal oder ist der Berg oben? Wir sind im Berggebiet daheim. Was kannst du sonst noch sagen über euren Betrieb? Ja, wir haben einen Landwirtschaftsbetrieb, sagen wir in Mittelgrösse, wir sind nicht so gross, aber im Berggebiet, unsere Kühe sind im Sommer zu Alp, darum müssen sie auch funktionell sein. Wo gehen sie zu Alp? Flumsenberg. Ja, wir wissen, dass das Braunvieh viele gute Eigenschaften hat. Was sind für dich die wichtigsten? Ja, für uns muss eine Kuh sicher Milch geben. Gleichzeitig muss sie ein gutes Fundament haben, dass sie im Sommer geeignet ist für die Alpung. Ja, das ist sicher, wo mal ein Haufen wert ist für uns. Ja. Du siehst, dass du gerne mit eigenen Tieren an die Ausstellungen gehst. Was kannst du über deine eigenen Tiere sagen? Ja, ich bin sehr gerne mit unseren eigenen Tieren unterwegs. Eben neben dem, dass sie funktionell sein sollten, lege ich auch viel Wert darauf, auf die Zucht. Oder wir daheim machen das. Dass wir auch exterieur mitheben können und dass wir gut an die Ausstellungen gehen können. Vor allem bei den Jungzüchtern fängt das Junge schon mit der Rindli an. Und ja, das ist etwas Schönes. Ist schon der erste Auftritt geplant als Braunfee-Königin? Ja, genau. Also, ich darf nächste Woche bereits an der Kuhakrobatik Katzis teilnehmen. Und da freue ich mich sehr drauf. Sehr schön. Alessia Sonderegger. Herzliche Gratulation. Schweizerbauer.ch danke dir für die gute Zusammenarbeit. Merci. Danke vielmals.